Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Wir spielen heute weiter NU. Im letzten Part haben wir ja dieses NU-Team hier mal ein bisschen getestet. Im ersten Kampf wurden wir leicht weggehext, im zweiten Kampf hatten wir einen super competitive Spieler und ja, die Leader hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen, ich hoffe es, eingefunden. Und dann würde ich sagen, suchen wir einfach direkt mal einen Gegner. Ich versuche heute drei Videos rauszuhauen, einmal Showdown, dann noch ein Diamant-Part und ein Wi-Fi-Battle. Eigentlich sollte heute noch VGC kommen, aber Richard ist leider heute nicht da, also Captain Cringe. Und deswegen wird das höchstwahrscheinlich leider erst auf Montag verschoben. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht kriege ich es auch schon vorhin, keine Ahnung. Okay, wir haben jemanden gefunden. Yahoo! 331 mit einem sehr, sehr starken Team. Wir haben drei gleiche Pokémon dabei. Außer, dass er Tengul ist, anstatt Miss Mages halt, Rizeros anstatt Kassadur und anstatt Iutesto, anstatt Cardonis Iutesto meine ich. Sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Aeroptrix leadet. Darum würde ich sagen, dass wir, sagen wir mit Ferrocy leaden. Das ist riskant, falls er mit Markbrand leadet. Oder wir leaden wirklich. Oder wir leaden nur. Mit unserem eigenen Markbrand ist auch riskant. Ich würde sagen, wir leaden einfach mit Sorg. Mit Sorg haben wir in jedem Fall ein gutes Matchup. Okay, er leadet wirklich mit Archeops. Sollen wir für einen Ice Punch gehen? Wir können. Also, wir speeden ihn. Und wir würden direkt seine Fähigkeit aktivieren. Und für Close Combat würde ich ungern gehen. Ich gehe mal für einen Ice Punch. So, der Dings Schwächling aktiviert sich. Er gibt für die Starfox. Ist vollkommen okay. Mit wem würde ich den Ice Punch abfangen wollen? Ich denke entweder mit Lanthorn oder mit Magbrand. In beiden Fällen ist der Switch in rein theoretisch Lanthorn besser. Wobei Lanthorn gegen Lanthorn das Matchup auch nicht so gut ist. Ich gehe einfach mal weiter für Ice Punch. Outspeeden kann er uns nicht. Und falls er für Roost geht, okay, wechselt raus und geht auf Magbrand. Okay, wie ich es mir gedacht habe. Ist okay. Wir haben Lanthorn als Safe Switch in. Das ist soweit kein Problem, auch wenn er die HP Grass spielt, wird das Lanthorn nicht so viel ziehen. Er geht direkt für einen Flame Charge. Oh, okay, mit Nitro-Ladung spielt er es. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er, okay, spielt EQ. Ach, ist ein Physik. Ah ja, stimmt, ist ein Physik, ist nevermind. Macht auch Sinn. Okay, die Flat EQ macht 52%, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, wir müssen hier tatsächlich Lanthorn zacken. Und wir wechseln auf Sorg. Aber ich würde Sorg eigentlich ganz gern bei voller Range behalten. Oder wir gehen auf Miss Mages. Wir können auf Miss Mages gehen, glaube ich. Ja, wir gehen auf Miss Mages. Und er geht für einen weiteren EQ. Perfekt. Können wir mit Miss Mages sehr gut abfangen. Und hat er irgendeinen Switch-In für Shadow Ball außer Tengulist? Wir sind ziemlich Tengulist-weak mit Miss Mages. Ich gehe trotzdem mal für einen Shadow Ball. Und er geht für einen Fire Blast. Es ist Mixed. Miss Mages Fire Blast geht daneben. Ist ein bisschen schade. Allerdings können wir nicht rausnehmen. Krass, dass er uns outspeedet. Wie kann er uns outspeeden? Ah ja, stimmt, der ist plus 1, ja, Moment. Wir gehen nochmal für den Shadow Ball. Fire Blast kommt, den tanken wir. Wir haben eine relativ gute Spezialverteidigung. Ist in Ordnung. Durch die. Wir müssen halt gleich entweder die Tarnsteine wegbekommen. Oder Miss Mages einfach opfern. Ich kann mir vorstellen, dass er Tengulus reinholt. Allerdings weiß er nicht, dass wir nur Psychokinese, Spukball und Dingens haben. Ne? Okay, holt Archeops rein und Energy Ball. Okay, ich lasse Miss Mages hier sterben. Er geht für einen Head Smash. Okay, er spielt Head Smash. Interessant. Wir können hier rein theoretisch wieder auf Sorg gehen. Weil er keinen Switch-In in einen Close Combat hat. Das machen wir. Wir gehen in Sorg. Gehen für einen Close Combat. Und ja, er hat keinen Switch-In. Das gefällt mir. Okay, Close Combat kommt, Archeops geht down. Sorg bekommt die Death Drops. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auf Iutesto geht und dann Protzer, also sich hochprotzt. Ich würde ungern Sorg wegschmeißen. Okay, hier ist sein Throw. Ich hasse Throw. Ich hasse Throw sehr. Ich würde, glaube ich, trotzdem auf Archeops gehen. Wieder auf Archeops. Er geht für einen Circle Throw. Okay, ich habe gehofft, dass er nicht Circle Throw spielt. Aber wir bekommen Pharaoh Seed. Das ist ziemlich gut. Denn so können wir auf jeden Fall die Leech Seeds rauslegen. Was mir relativ gut gefällt. Er hat keinen Switch-In außer Tengulist. Er geht für Bulk Up. Ist okay. Habe ich kein Problem mit. Wir können uns mit Leech Seed schön dagegen halten. Die Leech Seeds sind
schön nervig für ihn. Können jetzt hier die Starfox noch rauslegen. Ist mir egal, auch wenn er sich später wieder restet, was er höchstwahrscheinlich tun wird. Er geht jetzt hier für Knockoff, haut uns unseren Evoli weg. Ist auch okay. Wir heilen uns hier relativ gut dagegen. Er geht weiter für Bulk Up. Wir gehen jetzt hier für einen Jarrow Ball. Der macht nicht viel. Der macht fast gar nichts. Und er wird jetzt gleich für Rest gehen. Sobald er für Rest geht, gehen wir einfach in unser Magmortar. Sollen wir in Magmortar gehen? Schwierig. Jarrow Ball. Und er geht noch nicht für Rest. Ah, er geht für Circle Throw. Okay, krass. Ja, damit tötet er sich quasi selber. Oder? Täusche ich mich? Er tötet sich nicht selber, aber wir sind schneller als er. Von daher ist das eigentlich ziemlich relativ. Wir können jetzt hier für ein Scald gehen. Wenn er auf Landung geht, haben wir ein kleines Problem. Ich gehe trotzdem für Scald. Ja, wir gehen für Scald. Können damit Throw rausnehmen. Perfekt. Alles super. Ich hoffe jetzt, ich denke, dass er in sein Tengulis geht. Haben wir immer noch Magbrand als Safe Switch. Und er geht in Tengulis, falls er sich boosten möchte. Solchen Toxiken, Volt switchen oder mit Scald angreifen. Ich greife mit Scald an. Er geht nämlich für einen Sword Stance und wenn wir jetzt den Burn bekommen, wäre das perfekt. Perfekt, nice. Burn haben wir bekommen. Sehr, sehr gut. Das heißt, er kann sich von mir aus schön boosten. Das ist mir eigentlich ziemlich relativ. Leaf Blade, klar, killt uns immer noch. Er ist sogar Life Orb, bekommt dadurch noch ein wenig Damage. Wir können jetzt hier mit Mortar gehen und für einen Tempo Heap gehen. Weil ihn... Okay, er spielt Sucker Punch, natürlich. Und es reicht aus. Wieso reicht das aus? Verdammt. Okay, kein Problem. Wir gehen in Pharaoh Seed. Und gehen hier Fan Protect. Reicht die Verbrennung aus? Ich glaube schon, oder? Knockoff und die Verbrennung reicht aus. Um ihn zu besiegen. Jetzt die Frage, was wir gegen Pharaoh Seed machen. Wir können, denke ich mal, auf jeden Fall Safety Leaf Seeds rausbekommen. Sorg haben wir auf jeden Fall auch noch. Also... Es sieht gut für uns aus. Arcups haben wir auch noch bei relativ guten KP. Spielen wir ungerade KP? Ich hoffe doch. Aber wir sind schon unter 50%. Aber meint. Okay, wir können jetzt hier die Leaf Seeds rauslegen. Er geht für Rock Polish. Ist okay. Ist kein Problem. Wir legen die Leaf Seeds raus. Heilen uns ein wenig hoch. Gehen jetzt hier für einen Protect. Damit schadet er sich mehr oder weniger eigentlich selber. Geht weiter für Rock Polish. Okay, hat den Protect predicted. Ziemlich risky, wenn ich ehrlich bin. Und wir können jetzt hier für einen Gyro Ball gehen. Er ist jetzt so Gyro Ball weak. Weak. Ich glaube nicht, dass er uns rausnehmen kann. Nee, kann er nicht. Jarrow Ball reicht trotzdem nicht, aber mit dem nächsten Protect können wir ihn nicht ganz killen, aber so gut wie. Ich glaube, dass wir dann Double Protecten, auch wenn es ein bisschen assi ist. Okay, geht jetzt für Sword Sense. Ist okay, wir Double Protecten jetzt. Ich hoffe, dass der Double Protect durchgeht. Komm schon. Schade. Sehr, sehr schade. Und die Sache ist, er ist jetzt ziemlich schnell. Ein bisschen zu schnell. Wenn ich ehrlich bin. Und ich habe kein, ne? Und so. Kein wirklich safen Switch in... Soll ich für Roost gehen oder Acrobatics? Irgendwie für Acrobatics. Er geht für die Steinkante, trifft. Die reicht aus und wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, dass er schneller ist als wir. Und EQ uns rausnimmt. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, er wird schneller als wir sein. Also sein Rizoros... Ja, sein Rizoros hat es tatsächlich doch geschafft, es rumzureißen. Gut gespielt. GG. Hat er echt gut gemacht mit Rizoros noch am Ende. Hätte ich anders machen sollen. Ich hätte direkt von Gyro Ball. War klar, dass er den Protect predicted. Ja, haben wir leider am Ende ein wenig schlecht gespielt. Wir Menschen wollen wir nicht. Wir wollen einen neuen Gegner suchen. Einen weiteren Kampf können wir auf jeden Fall noch hinten dranhängen. Good luck. Good luck. Fun. Okay, ich kann mir vorstellen, dass er mit Bestbrit oder mit Rotom Fan leadet. In beiden Fällen könnte ich auf jeden Fall Miss mit Miss Magius leaden. Oder mit... Ne, mit Zork eher weniger. Arcups auch nicht. Landhorn geht. Und Magmortar hat er kein 100... Ich lead einfach mit Magmortar. Er lead mit Rotom Fan, okay. Kann Magmortar auf jeden Fall guten Damage machen. Wir gehen für einen Fire Blast. Falls er ein Rizoros geht, vollkommen okay. Können wir ihn danach mit HP Grass rausnehmen. Er geht für einen Volt Switch. Und wechselt auf... Was ist ein Switch-In? No Switch-Ins. So haben wir Magbrand im letzten Part kennengelernt. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass er auf Vesprit geht. Einfach weil Vesprit eine relativ gute Spezialverteidigung hat, wenn ich mich nicht täusche. 105 Base Spezialverteidigung. Kann auch sein, dass ich gerade total falsch liege, aber ich glaube schon. Ja, ansonsten könnte er noch auf sein Strepoli wechseln. Oder Rizoros haben wir, wie gesagt, die HP Rest.
Aber mich ärgert es echt, wie er eben seinen Rizos gespielt hat. Ich habe noch nie so einen Rizos im Menu gesehen, Rock Polish Rizos. Ich spiele auch ultra selten Enyu. Er geht auf Combusken. Ist okay. Macht Fire Blast auch sehr, sehr viel Damage. Spielt er kein, ne? Temposchub? Protect, okay. Fire Blast hätte getroffen. Spielt er kein Temposchub? Doch, spielt Temposchub, okay. Okay, wen für einen Fire Blast? Ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass er. Was hat jemand letztens in die Kommentare geschrieben wegen der Battle Pass Regel? Da gibt es ja eine neue und ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass er das weiterpasst und Gizeros. Soll ich für die HP Grass gehen? Ist echt flüssig. Ich gehe für die HP Grass. Also, wenn er jetzt auf Gizeros geht, dann wäre das perfekt. Auf Shiftry, ne? Als ob er auf Shiftry geht. Come on. Come on. Wen für ein Fire Blast? Ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht killt. Knockoff killt uns. Schade. Schade, schade. Shifty ist ein super starkes Pokémon. Wir können hier, glaube ich, auf Sorg wechseln. Und für einen Knockoff gehen, weil er auf Vesprit wechselt oder auf Strepoli. Das ist auch schwierig. Oder wir gehen auf Ferroseed. Aber mit Ferroseed können wir ihm auch nicht so viel. Sollen wir auf Archeops gehen? Wir gehen auf Archeops. Wir gehen auf Archeops. Gehen für eine Acrobatics. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf Gizeros wechselt, klar. Aber das muss ich jetzt hinnehmen. Also Archeops ist sehr, sehr stark gegen sein Team. Alles kann er sehr gut treffen. Bis auf Rizeros. Ja, da kommt Rizeros klar. Außer Rizeros und Vesprit. Vesprit trifft er nur neutral. Aber gegen Rizeros können wir theoretisch Ferroseed rausholen. Oder Sorg. Wir gehen auf Sorg. Wir gehen auf Sorg. Er geht für die Selfox klar. Und wir gehen jetzt für ein Knockoff oder für ein Close Combat. Ich bin dafür, dass wir für Knockoff gehen. Ich glaube, dass er auf Vesprit geht, doch. Wir versuchen jetzt einfach den Switch auf Vesprit zu predicten. Wenn er auf Rizeros drin bleibt, ist okay. Können wir ihm seinen Eevee Light weghauen. Ja, ich denke mal, Knockoff ist hier gerade das Beste. Falls ein Vesprit einen Scarf tragen würde, wäre es auch ziemlich gut. Weil ich glaube, dass Vesprit dann schneller wäre als hier. 125 Pace, und ich weiß es nicht. Er geht auf Vesprit, perfekt. Knockoff bringt ihn auf 66% und wir hauen in die Colberberry. Wow, er hat ernsthaft die Colberberry. Wow. Wow. Gehen wir auf Landtouren. Weil ich mit einem Psychokinese und einem Psyshock rechne. Da um die Psychokinese können wir relativ gut tanken. Ich will jetzt alles gern toxinieren, außer er wechselt auf jeden Fall auf Gordur. Macht er nicht, er geht für Calm Mind. Wow. Wow. Wieso geht er für Calm Mind? Come on. Wie talkst du eigentlich? Geh auf Miss Mages. Können wir auf jeden Fall mit Shadow Ball gut Damage machen. Wenn nicht, vielleicht sogar killen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, reicht aus. Perfekt. Miss Mages kann Vesprit hier besiegen. Ich denke mal, dass er jetzt Shiftry reinholt und für einen Sucker Punch geht. Darum gehen wir auf Ferroseed. Aber ich habe Angst vor einem Schwertanz. Oder sollen wir mal wieder auf. Wir gehen auf Archeops. Wir gehen auf Archeops. Und er geht für einen Zucker. Perfekt. Das gefällt mir. Wir können jetzt hier rein theoretisch für die Acrobatics gehen. Allerdings rechne ich halt sehr, sehr stark mit dem Switch auf Rizeros. Darum können wir halt theoretisch auf Sorg wechseln. Und er geht wieder für einen Zucker. Okay, krass. Habe ich auch nichts dagegen, weil jetzt. Hat er keinen theoretisch Rotom-Fan. Ich gehe für einen Ice Punch. Ja, wir gehen für einen Ice Punch. Macht Rotom-Fan locker über die Hälfte. Wir gehen jetzt nochmal für einen Ice Punch. Und Sorg ist auf jeden Fall ein Hammer-Pokémon im NU. Super stark, super guter Move-Pool. Ist er Scarf Willow? For real? Ja, aber wir haben hier Bell auf Land und von daher ist es nicht so schlimm. Scarfed Willow. Wow. Also wahrscheinlich Trick, Willow, Thunderbolt und Luftschnitt. Er hätte uns auch mit Luftschnitt einfach angreifen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das gereicht hätte. Ich glaube nicht ganz. Allerdings würde das ziemlich guten Damage machen und er könnte auf den Flinch hoffen. Okay, geht auf Gordor, weil er höchstwahrscheinlich sich mit Hochprotzern möchte. Wir gehen einfach mal auf Archeops. Wir kommen nicht unter. Er geht tatsächlich für Knockoff. Okay. Ist nicht schlimm. Wir können hier für einen Roost gehen. Allerdings. Wir gehen für Acrobatics. Nevermind, der mag Punch. Okay.
Ich bin dafür, dass wir auf Landung gehen. Und auf Sorg auf jeden Fall erstmal die Verbrennung wegholen. Ist aber auch, es kann, Pharaoh Seed kann ich nicht safe reinholen und Miss Majors kann er auch relativ gut tanken. Gorder ist ein Problem. Lantern. Ich will mal halt nicht seine Adrenalin rausbekommen, aber ich glaube, ich muss das jetzt hier riskieren. Wir gehen für eine Heal-Bell, um die Verbrennung von Zorg wegzubekommen. Die ist mir gerade sehr, sehr wichtig, weil Zorg ist hier unser Match-Winner. Er geht tatsächlich für Bulk up, okay. Aber das ist kein Problem. Wir gehen jetzt hier für Toxic, auch wenn wir seine Adrenalin damit rausbekommen. Er geht jetzt hier für den Drain Punch, klar. War obvious. Und wir müssen jetzt auf Miss Majors gehen, ihm Damage drücken und dann versuchen mit Zorg zu sweepen. Psychic, Shadow Ball, Psychic. Psychic ist, glaube ich, stärker. Ja, Psychic stärker. Macht 20% perfekt. Er geht für einen Knockoff wahrscheinlich, um uns rauszunehmen, klar. Die Sache ist, wir müssen jetzt auf Pharaoh Seed gehen und dann erstmal protecten. Protect. Beziehungsweise, soll ich wirklich protecten oder soll ich den Switch predicten? Ah, ich muss protecten. Ich muss hier safe bleiben. Auch wenn er rauswechselt. Hier muss ich einfach safe bleiben. Okay, perfekt. Er bleibt drin. Geht für einen Drain Punch. Den können wir natürlich überstehen. Und er wird jetzt höchstwahrscheinlich Combusken rausholen. Klar, holt er Combusken raus. Wir gehen jetzt hier für die Lead Sheets. Weil, oh, er spielt sogar Fire Blast. Okay. Die Sache ist, wir werden jetzt halt mit Close Combat alles angreifen müssen. Und dann ist halt die Frage, ob der Sucker Punch uns killt oder nicht. Das entscheidet jetzt das Spiel. Wobei, was bietet er uns jetzt schon? Nein, aber jetzt. Shit. Ja, nee, das hat er gewonnen. Okay, ziemlich schade. Ja, hier kommt der Fire Blast. Der killt uns sogar schon. Okay, schade, wir haben zwei Matches verloren. Waren aber keine schlechten Matches, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin nicht der NU-Profi. Ich kenne mich noch nicht so mit den NU-Threads aus. Der erste Kampf war sehr, sehr gut. Der zweite Kampf hat mir auch gut gefallen. Ja, gut. Das war's auf jeden Fall von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.